Das Haus der Krebsselbsthilfe Bundesverband ist als Patientenvertretung in das Projekt Genom.de mit eingebunden. Wir halten das für sehr, sehr wichtig, auch diese Perspektive mit hereinzubringen, um diese besonderen Erfahrungen, die diese Patienten einfach haben, sinnvoll mit reinzubringen, auf Bedürfnisse hinzuweisen, auf Baustellen hinzuweisen, auf Informationswege hinzuweisen, die notwendig sind, auf eine sichere Aufklärung und Verwendung von Daten. Es ist ein ganz breites Themenfeld, was nicht allein von den Fachexperten im eigentlichen Sinne behandelt werden darf, sondern immer die Unterstützung und das Wissen von Selbstbetroffenen braucht.